Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und heute sind wir brandaktuell. Es geht um den Wirecard-Skandal. Das ist ein DAX-Unternehmen. Das hat mit Milliarden jongliert und allen vorgegaukelt, vor allem den Aktionären. Oh, wir sind prächtig, wir verdienen eine Menge Geld. Und die Aktien sind gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und dann stellt sich raus, da war überhaupt gar kein Geld. Das war eine Luftnummer. Ja, aber wer hatte da seine Finger mit drin? Und vor allen Dingen, was wusste auch die Kanzlerin, der Finanzminister? Was machte die Bundesaufsicht für solche Geschichten, BaFin? Und die Kanzlerin hat sogar empfohlen, dem Chinesen oder den Leuten, sie sollen doch mit Wirecard Geschäfte machen. Das untersucht der Finanzausschuss und dort ist Mitglied Lisa Paus, die Abgeordnete aus Berlin, der Grünen. Herzlich willkommen. Hallo. War es entspannt, letzte Woche die erste Sitzung? Sie wühlen gerne so in Zahlen, nicht? Sie sind ja eine durch und durch Finanzmathematikerin. Ja, und da ist ja einiges aufzuklären. Das ist ja wirklich irre. Ja, in der Tat, das kann man so sagen. Das ist ja wirklich irre, ja, dass angeblich eben über 10 Jahre nicht zu entdecken war, dass ein Drittel der Bilanz, Sie haben die Summe genannt, ist einfach schon mal viel Geld, 1,9 Milliarden. Aber wenn man dann noch weiß, dass die gesamte Bilanz nur noch zweimal so groß ist, also dass ein Drittel der Bilanz geschummelt ist, ja, dass das über mehr als 10 Jahre so laufen konnte, das ist irre. Und das muss unbedingt aufgeklärt werden. Und deswegen haben wir eine Sondersitzung beantragt. Die erste hat letzte Woche Mittwoch stattgefunden und sie war ursprünglich für 2,5 Stunden vorgesehen mit Finanzminister Scholz, aber auch mit Wirtschaftsminister Altmaier und auch mit dieser staatlichen Prüfungsgesellschaft, DPR. Nein, die DAFIN, BaFin hatten wir vorher, die DPR. Wie konnte das bei der Wirtschaftsprüfung so durchgehen, haben wir drüber gesprochen. Und es waren ursprünglich 2,5 Stunden vorgesehen, am Ende haben wir 7,5 Stunden da miteinander verbracht. Und sind Sie jetzt schlauer? Wir sind definitiv schlauer, aber noch ist es so, dass das Bundesfinanzministerium sagt, war alles ein großes Unglück, aber die Gesetze... Wir haben nichts gesehen, nichts gehört. Die Gesetze, die waren halt so, wir konnten es nicht anders machen. Also für uns ist klar nach diesen 7,5 Stunden, dass es noch weniger glaubwürdig als zuvor. Und deswegen haben wir eine weitere Sondersitzung beantragt. Wann die stattfinden wird, darüber reden wir morgen Nachmittag in der Obleuterunde. Aber für uns ist klar, wir wollen auch das Bundeskanzleramt dazu hören, weil, wie Sie richtig sagten, das Bundeskanzleramt hat sich noch im letzten Herbst Die Kanzlerin selbst hat sich bei der chinesischen Regierung dafür eingesetzt, dass Wirecard in China einen Finanzdienstleister kaufen darf. Das hat sogar auch stattgefunden, obwohl auch dieser Finanzdienstleister, den Sie gekauft haben, nicht den besten Leumund hatte. Ja, und Wirecard hatte, bevor Wirecard das Geschäft begann, auch nicht den besten Leumund. Die haben begonnen mit der Finanzierung von Pornoseiten im Netz. Genau, und Glücksspiel. Ja, und Glücksspiel, ja, ist beides in einen Topf. Aber es ist ja doch wirklich erstaunlich. Ja, 10 Jahre geht das so. Können Sie sich denn das als Finanzpolitikerin, Finanzmathematikerin überhaupt vorstellen, dass 1,9 Milliarden über 10 Jahre nicht gefunden werden? Das ist doch gar nicht vorstellbar eigentlich. Genau, das ist völlig absurd und da muss man ganz klar sagen, da hat es massives Aufsichtsversagen gegeben und da hat es offenbar massives Prüfungsversagen gegeben. Das war offenbar deswegen möglich, weil was vom Wirecard-Konzern aufgeschrieben worden ist, ein Asien-Geschäft, das gab es nicht, aber das wurde eins zu eins sozusagen so geglaubt und da fasst man sich wirklich an den Kopf, wie über Jahre Belege angefordert wurden, aber nicht geliefert wurden und man das trotzdem so hat laufen lassen. Das ist völlig absurd. Aber die Bundesaufsichtsbehörde für Finanzwesen, abgekürzt BaFin, da sitzen noch schlaue Leute. Die sitzen da mit der Lupe und gucken, wo ist das Geld? Und dann kommen Sie als Politikerin im Finanzausschuss und fragen, wo habt ihr denn das gefunden? Es muss doch Antworten gegeben haben. Die müssen doch irgendwo aufgeschrieben sein. Wie gesagt, für den normalen Menschen ist das nicht nachvollziehbar, zu Recht nicht, weil das geht nicht. Jeder Kassenprüfer von jedem normalen Verein weiß, dass er erstmal zu überprüfen hat, sind die Unterlagen vollständig und dann gucke ich rein. Und habe ich das Geld in der Kasse? Habe ich das Geld in der Kasse und gucke ich eben auch rein, sozusagen, also gucke mir die einzelnen Belege eben auch an. So, das hat offenbar über fast ein Jahrzehnt hin so nicht stattgefunden und die Finanzaufsicht Deutschlands, die BaFin,
BaFin hat sich auf den Standpunkt gestellt, wir sind nur sozusagen für die deutschen Bücher zuständig, für irgendwelche Unregelmäßigkeiten im Ausland. Dafür ist eine andere Aufsicht zuständig und sie hätten schließlich Singapur befragt und Singapur hätte ihnen nicht geantwortet. It's all correct. All correct, genau. Wir haben ein ordentliches Amtshilfeersuchen gestellt. Leider haben wir nie eine Antwort erhalten. Job done. Ja? Also tatsächlich sozusagen vorschriftsmäßig in das Desaster. Und so kann es nicht gehen. Und da haben wir auch klar gesagt, dass die BaFin hat mehr Möglichkeiten, sich dermaßen sozusagen auf den Einzelparagraphen zurückzuziehen. Das ist falsch, aber das ist bisher die Strategie der BaFin und auch der Strategie der Bundesregierung, dass man nach dem Wortlaut des Gesetzes doch ordentlich gearbeitet habe. Aber man hat eben nicht sich tatsächlich als agiler Finanzmarktwächter gekümmert. Man war nicht mit kriminalistischem Gespür unterwegs, sondern man hat nur nach Vorschrift gehandelt. Die Prüfungsgesellschaft, die wir am letzten Mittwoch auch befragt haben, die hat auch auf unsere Frage... Ernst & Young. Nein, nicht Ernst & Young, sondern diese DPR, diese Halbstaat. Prüfstelle, die prüfen soll, inwieweit Ernst & Young ordentlich geprüft hat. Die hat uns gesagt, sie sei ja gar nicht so ausgestattet, sie könne ja gar nicht forensisch, also kriminalistisch prüfen, sondern, wofür ist sie denn da? Genau, sondern selbstverständlich ginge sie erstmal davon aus, dass die Unterlagen, die sie bekommen, vollständig und richtig seien. Ne? Da fragt brauche man ich ja sich, nicht zu prüfen. Genau, dann fragt man sich, was das denn für ein Irrsinn. Ja, eben. Und Sie sitzen ja nur da, nicht nur, dass Sie sich geärgert haben, es sind nämlich Parlamentsferien, mussten Sie extra zurückkommen, aber es gibt ja noch keinen Untersuchungsausschuss. Was glauben Sie denn, wie kommt denn der Olaf Scholz da raus als Bundesfinanzminister? Das ist doch der oberste Kontrolleur, wenn man so will. Der muss das doch eigentlich gewusst haben, eigentlich. Ja, er hat auch was gewusst, das wissen wir jetzt auch seit so gut 10 Tagen, dass das Bundesfinanzministerium sich sehr wohl hat informieren lassen von der BaFin und es wurde sogar gesagt, sie hätten eine Strategie gehabt hinsichtlich Wirecard. Die Frage ist halt nur, worin bestand die Strategie? Bestand die darin sozusagen zu gucken, dass ein nationaler Champion, die Wirecard war ja 2018 in den DAX aufgestiegen, hatte damals symbolträchtig sogar die Commerzbank aus dem DAX vertrieben. Und sozusagen allesamt rühmten sich, dass wir jetzt endlich auch mit einem digitalen Zahlungsdienstleister ein Digitalunternehmen im DAX haben. Zeitalter Industrie 4.0, genau. Das eingeläutet. Und 2 Jahre später muss man feststellen, ist alles Schall und Rauch, ist Blödsinn, sondern das Einzige, was man sagen kann, ist, dass es in Deutschland offenbar möglich ist, dass man zu einem DAX-Konzern wird, obwohl man eben jahrelang massiv Bilanzbetrug betreibt. Ja, und gibt Aktien aus, die am Schluss 140 Euro pro Stück wert waren und heute sind sie, glaube ich, 1 Euro wert. Das so heißt, ist alles Geld ist verloren. Was ist denn Ihre Aufgabe im Finanzausschuss? Das können Sie jetzt ja zwar alles nachvollziehen und dann schreiben Sie einen netten Bericht und dann kommen alle ungeschoren davon, Fragezeichen, oder wie ist das? Nein, es ist ja jetzt schon so, dass die Staatsanwaltschaft München Ermittlungen aufgenommen hat. Es sind ja inzwischen auch mehrere Vorstände jetzt dann doch auch in Untersuchungshaft. Aber der eine ist doch verschwunden. Genau, einer ist immer noch verschwunden. Ob er jetzt in Weißrussland oder wo immer ist, wir werden es sehen. Ein anderer, der CEO, der Braun, war ja erst über Kaution auf freien Fuß gesetzt worden, ist jetzt aber doch auch wieder inhaftiert worden. Also von daher, werden auf jeden Fall erstmal nicht ungeschoren. Bandenmäßiger Betrug, ist das richtig? Und der Vorwurf ist der bandenmäßige Betrug. Mit Sicherheit wird auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY sich auf intensive Untersuchungen und Ermittlungen einstellen müssen. EY ist Ernst & Young, nur für die, die es nicht verstehen. EY ist EY, Ernst & Young. Genau, die haben inzwischen ihren Namen reduziert, aber genau in der Tat ist das eben eine von den großen 4 Beratungs- und Prüfungsgesellschaften weltweit mit enorm vielen Mitarbeitern und enormem Einfluss, übrigens auch zahlreichen Aufträgen auch für die Bundesregierung. Und dem werden wir natürlich nachgehen, aber bei uns geht es natürlich auch darum, vor allen Dingen, wie war das politische Versagen, wie war das Aufsichtsversagen. Und man muss halt sagen, dass die BaFin, zu Wirecard haben wir jetzt schon das ein oder andere Stichwort genannt, wo da die Finanzaufsicht zumindest nicht ordentlich hingeguckt hat, inwieweit das jetzt fahrlässig oder bewusst geschehen ist oder einfach nur sozusagen ordnungsgemäßer Behördenunfall. Darüber werden wir jetzt weiter beraten, zumindest kann man heute schon mal feststellen. Ordnungsgemäß.
ist ein Behördenunfall. So, aber der Punkt ist, es ist eben, das ist jetzt einer der größten und teuersten Skandale, die Deutschland hatte. Aber man muss leider sagen, das ist auch nicht der erste Finanzskandal, den die BaFin, also die deutsche Finanzaufsicht, eben gerade nicht aufgedeckt hat. Allein in den letzten 10 Jahren hat es zig Fälle gegeben. Um mal zwei Beispiele zu nennen. Das eine ist, es war möglich in Deutschland Container zu verkaufen als Finanzanlage, als Kapitalanlage, die überhaupt nicht existierten. Das war P&R. Die überhaupt nicht existierten. Ja. Ne? Nicht die BaFin, andere Leute haben das ans Tageslicht gebracht. Und wir erinnern uns sicherlich noch an den größten Steuerraub der Geschichte in Deutschland, Cum-Ex. Ne? Mindestens 12 Milliarden Euro Schaden ist dem Steuerzahler da entstanden. Auch da hat die BaFin nichts gehört, nichts gesehen und nichts gesagt. Wo die Banken mitgespielt haben. Ja, die BaFin ist ja keine Bank, sondern die BaFin ist die Bankaufsicht. Und die, von der Bankaufsicht erwarten wir sehr wohl, dass sie, wenn sie entsprechende Hinweise hat, dann auch tätig wird. Und das hat sie komplett nicht getan. Die BaFin ist komplett untergetaucht, hat keine Rolle gehabt in dem Aufdecken des Cum-Ex-Skandals. Einen Skandal will ich da noch anfügen, nämlich den Skandal des Baulöwen Schneider. Der hat Häuser und Villen gebaut, die es auch nicht gab. Das stimmt. Das ist aber sogar noch länger als 10 Jahre her, wenn ich mich erinnere. Aber genau. Wir wollen nur mal das schöne Bild vervollständigen. Wir beide als Berliner können uns auch noch erinnern, dass bei der Bankgesellschaft die BaFin auch keine glückliche Rolle gespielt hat. Da kommen wir gleich drauf, was das für politische Konsequenzen hat. Wir machen eine kurze Werbepause, dann sind wir wieder da mit Lisa Paus, sie ist Mitglied im Finanzausschuss. Leider musste sie den Urlaub unterbrechen. Die Sitzung war mitten in den Ferien, so ist das halt. Als Politikerin muss man immer dann gleich da sein. So ist es. Kurze Pause. War auch wichtig und notwendig. Dann sind wir wieder da. Ja, zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag heute mit Lisa Paus. Sie ist Mitglied im Finanzausschuss und musste jetzt aus den Ferien zurückkommen, weil es um den Wirecard-Skandal geht. Die Frage, die doch bei dem, was Sie eben uns genau geschildert haben, ist doch, welche politischen Konsequenzen fordern Sie als Mitglied der Bundestagsfraktion der Grünen, als Mitglied des Ausschusses? Welche Konsequenzen wird das überhaupt haben für den Bundesfinanzminister? Und wenn nicht für den, für wen dann? Oder tagen Sie nur, reden viel, lesen viel Papier und am Schluss macht man die Klappmappe zu und sagt, okay, Pech gehabt. Also zum Ersten geht es um 100%ige lückenlose Aufklärung. Und wir sagen eben auch zügig, deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen jetzt auch noch Sondersitzungen, und um dann auch gegebenenfalls einen Untersuchungsausschuss vorzubereiten. Wir wollen nicht erst warten sozusagen bis November, bis dann ein Untersuchungsausschuss dann seine Arbeit beginnen kann. So, lückenlose Aufklärung, damit eben die Schuldigen auch tatsächlich konsequent zur Verantwortung gezogen werden. Da geht es um massiven Betrug, da ist die Staatsanwaltschaft unterwegs, aber geht es eben auch nochmal darum, genauer zu untersuchen, inwieweit das einfach nur ein großes Unglück war und die Behörde zwar alles gegeben hat, aber es nicht hingekriegt hat. Oder inwieweit wir hier nicht doch auch mit bewusster Verschleierung und Aufsichts mit einer Strategie zu tun haben, die vielleicht auch nicht so genau hinschauen wollte, weil wir es ja potenziell mit einem nationalen Champion zu tun hatten. Immerhin war es ja so, dass selbst im vergangenen Jahr die Bundeskanzlerin selbst sich in China noch für Wirecard eingesetzt hat. Ja, Skandal, sagen genau, heute das, alle. Und das, genau, und das Zweite ist, tatsächlich dann auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Zwei Dinge sind schon offensichtlich. Das eine ist das Thema Wirtschaftsprüfung. Das wissen wir eigentlich schon seit der Finanzkrise 2008, 2009. Da hat es übrigens auch schon nicht nur Diskussionen gegeben, sondern da hat es auch einen Vorschlag gegeben, damals eines EU-Kommissars, Herrn Barnier, der gesagt hat, auch 2008, 2009 haben wir festgestellt, die Prüfer haben super lax geprüft, weil es einfach Interessenskollisionen gibt zwischen den Prüfern und den Konzernen und deswegen muss das getrennt werden. Hier ist auch beteiligt EY, Ernst & Young, einer der großen vier Beratungs- und Prüfungsgesellschaften. Da gibt es einfach zu viel Interessenskollisionen zwischen Beratung und Prüfung und deswegen sagen nicht nur wir Grüne, das muss dringend getrennt werden, ja. Prüfung und Beratung muss getrennt werden. Eine Prüfgesellschaft darf nicht gleichzeitig oder im Anschluss daran das entsprechende Unternehmen auch beraten. Dann prüfe ich mich doch selber.
Genau. Das ist doch Unsinn. So ist es. So, deswegen ist das absurd, aber nach wie vor möglich. Im Moment ist es auch noch möglich, diesen Job dann auch sehr lange zu haben. EY, also Ernst & Young, hätte weiter Wirecard prüfen können für 20 Jahre. 20 Jahre ein und die gleiche Prüfungsgesellschaft. Auch das, ne, Zeug. Das führt doch zu Kumpanei. So ist es. Deswegen muss auch das kürzer sein. Wir könnten uns auch 3 oder 5 Jahre vorstellen. Aber damals gab es schon einen Vorschlag von dem EU-Kommissar, 6 Jahre. Auch 6 Jahre würde helfen. Und wenn es auch nicht nur eine wäre, ne, sondern wenn es 2 Prüfungsgesellschaften wären, die prüfen, ne, dann hätte man auch eine größere Unabhängigkeit. Und wenn das Unternehmen nicht den billigsten Standard sozusagen selber aussuchen dürfte, ne, sondern wenn es eben einen Pool gibt, in den die Unternehmen einzahlen und woraus einem dann Wirtschaftsprüfer zugewiesen werden, dann hätten wir auch die unabhängige Prüfung, die man braucht und die sich eigentlich auch alle darunter vorstellen, wenn sie hören, es gibt Wirtschaftsprüfer. Ja. So, das alles ist aber derzeit nicht der Fall. Und in Deutschland ist es sogar nochmal extra verwässert worden. Und da sagen wir, wir sollen endlich die Lehren ziehen. Die Vorschläge liegen alle auf dem Tisch, das muss dringend gemacht werden. Hätten wir das schon, dann wäre Wirecard aus unserer Sicht definitiv nicht möglich gewesen. Und der zweite Teil ist das Thema Finanzaufsicht. Auch da haben wir festgestellt, ein massives Versagen. Bisher hat sich die Behörde immer auf den Standpunkt gestellt, wir dürfen ja gesetzlich nicht mehr. Wir werden nachweisen, sie dürfen mehr. Aber richtig ist, wir möchten ihnen auch noch mehr Kompetenzen geben. Deswegen wollen wir ihnen zusätzliche Ermittlungsbefugnisse geben, stärkere Durchgriffsrechte in die Unternehmen hinein. Und wir müssen auch darüber reden, dass es auch nicht nur um Banken geht, sondern bei Wirecard war es auch ein Mischfall. Ja? Da ging es auch darum, dass sie nicht nur eine Bank sind, sondern dass sie angeblich 55 Tochterfirmen. 55 Tochterfirmen haben und dass sie doch eigentlich nur ein Technologieunternehmen sind und Technologieunternehmen würden nicht geprüft. Auch das muss sich aus unserer Sicht klar ändern. Na, da haben Sie was vor. Gewählt wird nächstes Jahr am 21. September. Bis dahin müssen wir durch sein, sonst verfällt das alles. Genau, deswegen, das war auch ein Punkt letzte Woche. Da war es so, dass Herr Scholz hatte ja sozusagen erste Vorschläge da unterbreitet. Die sind, bleiben noch deutlich hinter dem zurück, was Barnier da damals 2012 vorgeschlagen hat, aber gehen schon in die Richtung. Herr Altmaier, der Wirtschaftsminister von der CDU-CSU, der war noch nicht mal so weit wie Herr Scholz. Der hat gesagt, er will jetzt anfangen zu diskutieren. Und da sage ich ganz klar, das ist deutlich zu wenig. Wir wollen von dieser Bundesregierung in dieser Legislaturperiode eine Reform bei der Wirtschaftsprüfung. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist, Herr Altmaier bremst, Herr Scholz geht ein Stück voran, ein klitzekleines aber nicht bisschen, weit genug. Genau. Warum geht er nicht weiter? Ich meine, er will ja vielleicht Kanzlerkandidat werden und dann Kanzler werden. Vielleicht sind Sie dann die nächste Finanzministerin, wenn Rot-Grün zusammenkommt. Oder behindert diese Überlegung schon den ganzen Prozess im Finanzausschuss, weil man ja vielleicht demnächst in einer Regierung sitzt? Grüne und Rote. Also ne, da ist ja wirklich, da ist erstens noch ein ganzes Jahr. Wir haben gesehen, wie die letzte Zeit sich durchgeschüttelt hat und das ist bei uns wirklich nicht der Maßstab. Im Gegenteil, wenn das unser Maßstab wäre, ne, dann... armes Deutschland. Dann erstens armes Deutschland und dann würden wir womöglich noch ganz anders agieren. Also uns geht es tatsächlich um die Sach- und Fachaufklärung, dass wir jetzt endlich eine vernünftige Regelung hinbekommen. Wir Grüne waren ja übrigens auch diejenigen, die in der letzten Legislaturperiode diesen Cum-Ex-Untersuchungsausschuss gemacht haben. Mhm. Da haben auch viele gesagt, irgendwie seid ihr denn ne, bescheuert. Ja, ja. Ihr seid doch bald in der Regierung. Wir sind doch bald in der Regierung. Können wir noch nicht machen. Genau, deswegen stelle ich diese Frage. Ja, genau. So. Und ne, das ist uns für uns kein Maßstab, sondern hier sind zigtausende Kleinanlegerinnen und Kleinanleger geprellt worden. Ja, 12 Milliarden Euro sind ne, über Nacht praktisch verschwunden. So, und das ist ein massiver Schaden für den Finanzstandort Deutschland. Ne, wir sind doch, wir wollen doch ne, wahrlich keine Bananenrepublik sein, stellen uns aber im Moment so dar. Und deswegen muss dieser Vertrauensschaden auch sukzessive bearbeitet werden und aufgelöst werden. Und das ist unsere Aufgabe als Opposition. Wir wollen, ne, dass die Menschen in Deutschland sich sicher sein können bei ihrer Finanzanlage und das ist derzeit null der Fall. Ja, und das, wenn Sie Aktien kaufen, die nicht über Nacht von 100 auf 0 gehen. Genau. Ja, das ist der Punkt. Jetzt klären Sie uns doch mal auf und die Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt gibt es den Finanzausschuss, der untersucht das. Und einige sagen, und Sie glaube ich auch, wir wollen einen Untersuchungsausschuss. Was ist denn der Unterschied? Die machen doch noch beide dasselbe. Ihr lest dieselben Akten, ihr kommt zu selben Ergebnissen. Oder wozu brauche ich denn noch einen Untersuchungsausschuss?
Der Untersuchungsausschuss, der hat schon noch zusätzliche Rechte. Er kann zum Beispiel einen Sonderermittler einsetzen, ne, der mehr Unterlagen bekommen kann. Hat der staatsanwaltliche Funktion, dass wenn der sagt, Sie kommen in den Ausschuss und berichten, was der Finanzausschuss nicht kann? Genau, also wir sind ein normaler Ausschuss. Wir können die Bundesregierung um Unterlagen bitten, ne, auch sie beantragen. Die Bundesregierung kann sie im Zweifel aber auch verweigern. Und der Untersuchungsausschuss hat mehr Rechte, Unterlagen von der Bundesregierung zu bekommen. Wie eine Staatsanwaltschaft, ne, können wir halt sagen, ne, das ist die und die, der und der E-Mail-Verkehr zwischen dem Bundesfinanzministerium. Und niemand kann sagen, nee, mache ich nicht. Genau, zwischen dem Bundesfinanzministerium und der BaFin, ne, beispielsweise, das wollen wir komplett haben. Wir wollen auch den kompletten Verkehr, Schriftverkehr zwischen Bundeskanzleramt, Wirtschaftsministerium und Finanzministerium und der BaFin haben. Ne? So, das ist etwas, ne, das kann der Untersuchungsausschuss anfordern, das können wir als Finanzausschuss auch fragen, aber wenn die Bundesregierung uns das nicht gibt, weil sie sagt, das ist exekutive Eigenverantwortung, das geht euch nichts an, dann sind wir da an der Grenze und dann braucht es einen Untersuchungsausschuss. Und wir können eben auch Zeugen laden, so, die können, ne, wie auch sonst im Gericht, können sie natürlich die Aussage auch verweigern, ja, so. Aber auch das ist ja eine Aussage, ne? Wenn Sie offenbar meinen, mit Ihrer Aussage würden Sie sich selber belasten im Sinne des Strafrechts, dann wäre das ja auch schon eine Aussage. Also ich denke jetzt und Sie wahrscheinlich auch, da muss ein Untersuchungsausschuss her. Es läuft auch tatsächlich eher darauf hinaus, ne, weil es ist einfach ein riesiger Komplex. Die Prüfer hatten wir schon, das Thema Finanzaufsicht hatten wir auch schon, das Thema Geldwäsche ist auch noch ein weiter großer Bereich, wie Sie hatten es angesprochen. Ne, Wirecard hat bis zum heutigen Tage viel Geld verdient im Bereich Glücksspiel und im Bereich Porno und das tatsächlich mit dem Insolvenztermin, ja, mit dem Antrag des Insolvenzverfahrens gleichzeitig dann aber die niederbayerische Bezirksregierung gesagt hat, übrigens, wir sind für die Geldwäscheaufsicht nicht zuständig. Unser Stand ist, niemand ist für die Geldwäscheaufsicht von Wirecard zuständig. Ist eine weitere krasse Absurdität in dieser Frage des Wirecard-Skandals. Ne? Niemand hat sich offenbar um das Thema Geldwäsche bei Wirecard gekümmert, was himmelschreiend ist. Und auch das sozusagen, dem werden wir nachgehen, auch das werden wir verfolgen. Und deswegen ist ziemlich klar, dass es wahrscheinlich am Ende auf dem Untersuchungsausschuss hinausläuft. Es ist aber so, dass das Parlament ja momentan Sommerpause hat. Wir werden erst im September wieder tagen. Erst dann, ne, können wir einen Untersuchungsauftrag zusammenschreiben. Und deswegen wird es November. Und können ihn einsetzen. Und dann müssen wir die Unterlagen alle bekommen. Da kann sich die Bundesregierung auch Zeit lassen. Ne? Und deswegen wird er erst im November anfangen zu arbeiten. Da haben wir gesagt, das ist uns zu spät. Ne? Wir wollen jetzt schon all das, was wir an Aufklärung machen können, jetzt auch versuchen und machen. Politische Frage. Wird das Ganze für den Bundesfinanzminister Olaf Scholz gefährlich in seinen Ambitionen? Ich habe es eben schon angedeutet, Kanzler zu werden. Erstmal muss er Kanzlerkandidat werden. Oder schlägt man ihm jetzt damit in die Beine? Natürlich ist ein Untersuchungsausschuss, ne, für ein Regierungsmitglied nie eine gute Sache. So von daher, ne, ist das schon so. Er wird sich da weiterhin Fragen gefallen lassen müssen. Und ich bin mir sicher, Olaf Scholz, ne, ist... Wird Antworten finden. Nein, Olaf Scholz hätte natürlich lieber keinen Untersuchungsausschuss, als dass er einen Untersuchungsausschuss hat. Aber ne, das werden tatsächlich die nächsten Monate zeigen. Die Frage, irgendwie Kanzlerkandidat der SPD, ja oder nein, ist ja noch eine ganz eigene Frage. Das reden wir dann später. Das Gelbe gilt für Ihre Partei, wer von einem... Bei Ihnen das wird, ist auch noch nicht offen, ist noch ungelöst. Ja, eine ganz schnelle Antwort auf die Frage, kriegt ein Aktionär, der jetzt Wirecard für 100 gekauft hat und jetzt bei einem Euro für die Aktie was bekommt, kann er diesen Verlust absetzen von der Steuer? Kriegt er das wieder irgendwo vom Staat über die Steuererklärung? Also im Moment sieht das sehr schlecht aus. Das Steuerrecht ist da auch im vergangenen Jahr nochmal entsprechend geändert worden. Vielleicht kann man dann nochmal versuchen, ne, EY, je nachdem sozusagen, wie die Ermittlungen bei EY laufen, aber es sieht ehrlich gesagt nicht gut aus. Ja. So, auch deswegen müssen wir es fürs nächste Mal krisenfester und besser machen. Sowas darf nicht wieder passieren. Das Versprechen nehmen wir mit und wenn Sie dann nächstes Jahr vielleicht doch Finanzministerin werden, dann erinnern wir Sie daran. Vielen Dank, Lisa Paus, dass Sie hier waren, Bundestagsabgeordnete der Grünen und Mitglied im Finanzausschuss und eine erwiesene, wie wir gemerkt haben, Finanzexpertin. Und das soll auch so bleiben. Ja, danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder, wie immer, nächste Woche Montag aus dem Bundestag, 20:15 Uhr. Bis dahin, danke und tschüss.